nach Chicago und in Chicago und alles beendet. Erster Rang gegen Freunde. Ja, ich habe immer noch niemanden Origin. Während dieser Aufnahme hatte ich einfach keine Sekunde Zeit, mir Freunde in Origin zu suchen. Nein, wirklich. Ich habe immer noch niemanden. In NFS Most Wanted füge ich dann jemanden hinzu, damit der Autolock erster Rang gegen Freunde steht. Ja, wie gesagt, immer noch unnützlich. Dieses Feature. Na, was bringt's mir, den Surround 10.000 Mal zu fahren, um auf irgendeinem so kleinen Stück besser sein als jemand, wenn ich in dem Multiplayer in kleine Häppchen zerlege, dann brauche ich doch nicht das ganze Surround fahren. Ja, beziehungsweise das Rennen, ne? Das Rennen, ne? The Run. So, steig wieder ins Rennen ein, okay. Ja, direkt mal so ein paar Positionen gut machen. Achtung, Streife, Sektor 3 in einem Street Racer, stand by. Er ist unter Kontrolle. So. So, was ist mit McLaren? Ja, McLaren. So, sind wir hier nicht schon? Nee. Hier wurde ja alles zerlegt durch den Heli. So, jetzt den... Nee, ich komm nicht ran. Zwei da vorne muss ich noch überholen. Der Lambo scheint okay. Okay, okay, okay. Doch ein Stück besser zu sein als so ein R8. Ja, erzähl das mal Need for Speed Carbon. Alte Erinnerungen. Erstes, nee, doch erstes richtiges LP auf dem Channel. Achtung, Streife 1073, Oberrennmotor. 1073, Straßensperre. Oder was? Ja, wirklich schön überholt. Nebenstraße. Es hinüber. Was? Hinüber bin ich noch lange nicht. Ja, hier waren wir. Hier wurden wir doch weggeklatscht, meine ich. Ja, jetzt sind wir im Rennen. Yay. Ja, ich glaube auch, dass ich nicht mehr lange fahren kann. Ich gerade fahre. Und beendet. Ja, die Cops haben uns nicht gekriegt. Wir sind wieder im Rennen. Ja. Unsinn Position 44 ist mal gar nicht schlecht. Ja. Wir haben 755 XP erhalten. Ein perfektes Rennen abgeliefert. Und 5 Resets behalten. Ja, noch ein paar Rennen. Reicht's mal wieder für heute. Ja, zeitlich, ich muss dann noch rendern, ich muss noch hochladen, ich habe noch so viel zu tun, ne? Ganz beschäftigt da, ne? Hier. Ja, das Game ist ja bald durch, so viele Aufnahmen werden es dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber das Game ist einfach episch, also der Hauptpart natürlich und das andere Zeug, da erfahrt ihr mehr, schaut einfach in meinen nächsten Newsletter rein. Ja, da erfahrt ihr, was Sache ist, wann das Ganze kommt mit dem, mit der Challenge-Serie, ne? Denn das hier ist ja noch Pussy-Mode. Challenge-Serie. Da beiße ich mir die Zähne dran aus, ne? Ja, es lädt schon ordentlich, ja. Also das heißt, Festplatte mal wieder gut gefüllt. 1256 Kilometer noch fahren. Und jetzt einfach nur 8 Positionen gut machen. Was habe ich gesagt? Festplatte voll? Ach, Mensch. Ja, ganz, naja, gut, ganz voll ist sie natürlich nicht. Also meine zweite Platte ist das 1 Terabyte. Ja. Ja, oder vielleicht auch wegen den krass kranken Effekten gerade in der Nacht.
Könnte es auch ein bisschen kommen, aber ich glaube weniger. Wir sind durch schwereres, staubigeres Gebiet gefahren. Da hat es weniger geleckt. Ich schiebe es immer noch auf die Festplatte. Ja, vielleicht nehme ich auch ein paar Effekte raus. So ein bisschen an den Lichtern und so. Ne? Es geht einigermaßen. Ja, jetzt geht's wieder. Okay, okay, okay. Na, da fährt einer mit einem Deutschland-BMW, also bitte. Noch weniger auffällig Nazi geht's ja nicht, oder? Naja, gut, Nazi jetzt nicht unbedingt, aber noch weniger auffällig geht's ja nicht. Klar ist man in Amerika und mit 16 schon einen Führerschein bekommt. Gut, ich könnte den in Amerika wirklich schon haben. Aber dann wird es ernsthaft, der Wagen wird so aussehen. Obwohl ich gar nicht auf das Tempo kommen würde. Ja. Aber dann wäre ich da hinten. Da, wo der Sportskamerade gerade rumeiert. Na, macht BNFS. So run, real life. Da war doch gerade eben ein Wagen. Der fuhr doch gerade über die Kuppe da und schon ist er weg. Ja. Okay. Oh, der Boden glitzert auch ordentlich. Es hat geregnet. Scheint es. Würde ich mal behaupten. Ja. Man sieht entweder, die Grafik hat da doch ein paar ganz kleine Schwierigkeiten auf Ultra und allem. Na, vor allem, wenn der PC, glaube ich, schon ein paar Tage lang nicht mehr aus war. Ja. Ja gut, bei manchen Spielen weiß man nicht, woran es liegt. Manchmal laufen die sauber, manchmal laggen die doch ein klein bisschen nach. Ja, aber solange es nicht dauerhaft 10 FPS gibt, ja. Und solange ich nicht unter die 23 ratter, kann ich sogar noch gut fahren, ne? So, Interstate 75 Toledo, Ohio. Ohio, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und wieder 7 Positions. 7 Positionen gut zu machen. Ja, und jetzt läuft es wieder gut. Manchmal ist das Spiel scheinbar doch nicht ganz so gut programmiert. Ne? So, den nächsten weg mit dir, du Penne. Ne? Ich krieg auch noch. So, durch den Verkehr durch. Weg. Okay, wie krieg ich die hier? Die bessere Frage ist, krieg ich die hier? Und nicht, wie krieg ich die hier? Okay, ich hab alle. Nice. Habe ich jetzt unnötig die längere Route genommen, oder was? Okay, ganz kurz am Auge kratzen. Okay, jetzt geht's weiter. Gut ist, wenn man mit dem Controller fährt. Aha. Okay. Ah ja, gut. Cayenne haben wir gut abgehängt. Die Dinger sind aber auch verdammt schnell für... wie heißen die? SUVs. Nee, die kommen man nicht ran. Auch nicht ran. Ich werde das Nitro auch wirklich nur dann einsetzen, wenn die zu nah an mir dran sind. Zum Beispiel jetzt im Moment, genau exacto, exactamente in diesem Momento,
Ja, und durchgekommen. Gegner abgehängt, Dings da. Ausgewichen und der schießt immer noch drauf. Hey, Jack, juckt's kein bisschen. Ja, 29. Position, das heißt... Ja, Pi mal Daumen. Ja. Ziemlich bald fertig, ne? 29 Positionen, das ist ja... Ja, wirklich nicht viel. Ja, noch ein Rennen, dann ist genug. So. Dann ist genug Action. North's Location, Northwest Freeway, Cleveland, Ohio. Ja, wir haben schon ordentlich Strecke hinter uns gelegt. Noch gut 1000 Kilometer bis nach New York. Und zwei Etappen Kampf nach Cleveland. Drei Gegner müssen wir jetzt besiegen. Boah, okay, Dummheit. Hallo, Dummheit. Hey, schön, dich mal wieder zu treffen. Ja, bei dem Spiel ist es jetzt nicht unbedingt das Klügste gewesen. Ja, ich schon, ich glaube, es ist Event neu. Dieses Wenden einzufügen, ist es vielleicht auf langen Strecken ohne Pfosten sowas ganz okay, aber... nee. Nee, in der Stadt ist da nicht. Ja, aber das könnte man wirklich nur bei Freifahrt machen, wie bei Burnout Paradise. Lass mich überlegen, was ist denn Need for Speed Most Wanted? Ich glaube bei... Ja, Frost bei 3 müsste dann eigentlich auch mit... ja. Bei Need for Speed Rivals drin sein. Na, ab Release dann. Wenn wir Need for Speed Most Wanted... Auch als nächstes 10 Sekunden. Oh, jetzt. Ja, aber den hat es nicht ausgeschaltet. Nein. Who cares? Und jetzt dürfen wir wieder von vorne. Nice. Könnte ich gleich wieder neu starten, aber ich habe keinen Bock auf Ladezeiten. Gut, gibt's halt einmal in 1000 Jahren kein perfektes Rennen von mir. Oh mein Gott. Der schlechteste Fahrer, den es gibt und so, ne? Einmal kein perfektes Rennen, weil ich ein bisschen umgetaumelt bin hier. Tut mir leid. Jum. The fuck? Ich habe die Gegner besiegt, ohne sie zu besiegen, ohne sie zu berühren und auch irgendwas zu machen. Bisschen. Also bitte. Das stell dich mal nicht so an, Spiel. Na, also lecklos wird es ja beim Spielen kein ohne Probleme gehen. Aber bei der Aufnahme, ne? Bisher, ne? So. Boah, weiche den Schüssen aus. Wie? Die ballern mir auch noch nach. Hinterher. Ja, nachballern wäre direkt das Ballern, was ich baller. Ich baller hier ja wenig. So, nochmal umgegriffen. Den Gegner mit der schnellen Kiste hier wegzuputzen. Ja, so schnell geht's. Nein, jetzt nicht laggen, Alter. Nein, ich hasse die Stelle mit Lags. Das ist wie die Pest. Na? Nein! 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 Gibt's nicht. Zweimal! Zweimal! So ein Scheiß gebaut im letzten Rennen für heute. Nee, jetzt wird es echt Zeit für Feierabendbier. Für Feierabend zu machen. Nee. Das ist echt unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist incredible. Hoch 10, hoch 100. Ja, komm, 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 zieh. Uff, uff, uff. Drei, zwei, eins, zerfleischwolft. Ich will jetzt keine besonderen Begriffe ranbringen dafür. Ja, und auch das Rennen haben wir beendet. Nicht mit Bravour, nicht mit allem. Ja, ich weiß. Schwankt schon die Konzentration. Und so.
Ja, ist schon 10 abends, also was will man von mir erwarten? Ja, okay. Gut. Nee, Run setze ich diesmal nicht fort. Ich glaube, es reicht. Ich konnte meine Zeit wieder mal fast um eine Minute verbessern. Ich glaube, das Eichhörnchen wird ganz okay sein für euch. Gut, das haben wir schon seit Anfang an drin. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play NFS Surrun, das richtig geile Game ist, wir beim nächsten Mal wahrscheinlich schon beenden werden. Viel ist ja nicht und mein Name ist 6303LPlay und ich bin raus.